eine Straße hier am Hang entlang. Aber dann weiß ich auch wieder nicht, wohin damit. Da würde dann eher hier unten rüber bleiben. Das heißt, wenn wir da mal ganz kurz in die Höhenkarte reinschauen, wird das Ganze schon sehr, sehr interessant, die Straße hier durchzuführen. Aber ich glaube, da müssen wir durch. Anbindung schon mal in Ordnung und jetzt muss ich schauen, hier wegen den Stromleitungen würde ich mal eben Weg machen wollen. Gehen wir auch gleich in den Untergrund, die wird auch gleich eliminiert. So, dann haben wir hier sauber, das heißt, jetzt haben wir hier die Stromleitung und jetzt können wir die auch über Land laufen lassen, ohne dass das bescheuert aussieht.
bisschen ausgleichen und würde sagen, wir können die Straße mal so stehen lassen. Passt ganz gut ins Bild. Wird dann natürlich noch weitergeführt werden. Aber fürs Erste lassen wir das mal so stehen. Wie sieht es jetzt mit der Stromproduktion aus? Effizienz 1%. Ja, sehr schön. Immerhin, es steht und es sieht gut aus und es ist nichts mehr überflutet hier. Zumindest sieht es dementsprechend aus. Das heißt, ich könnte jetzt auch hier unsere neue Tiefgarage platzieren. Ne, die steht noch im Wasser. Ja, das Gebäude auch. Also da scheint effektiv noch irgendwo Wasser zu sein, das wir nicht sehen. Die Nachfrage an allem ist eigentlich sehr, sehr hoch wieder. Das heißt, da ist auf jeden Fall wieder was zu machen. Was ist denn hier passiert? Wow. Der Motorradfahrer hat es schon mal ganz schön nach unten geschleudert. Von hier oben. Nicht ohne. Da geht es schon rund manchmal. Dann haben wir auch wieder mal Texturen, die sehr lange gebraucht haben, reinzurendern. Aber schlussendlich hat es geklappt. So, dann würde ich sagen, gleichen wir hier auch noch ein bisschen was an Gelände an. Dann sind hier die Höhenunterschiede auch nicht mehr so krass. Sieht schon mal besser aus. Hier muss ich dann schauen, was ich mache. Ob ich dann Wald reinsetze, wäre wahrscheinlich das naheliegendste. Gucken wir mal. Was haben wir dafür Möglichkeiten? Ein paar Bäume sind gepflanzt. Dann lassen wir mal das Wasser ablaufen. Wie sieht es denn jetzt verkehrstechnisch auf der Autobahn aus? Recht flüssig. Hier runter ist immer noch sehr, sehr, sehr viel los. Was haben wir denn hier für ein Problem? Hier haben wir eine Ampel. Warum? Die brauchen wir eigentlich nicht. Wäre ein Problem weniger. So. Und hier müsste ich fast einfach vierspurig machen. Stimmt das hier nicht zusammen? So, dann kann sich das auch alles wieder einkriegen hier irgendwie. So, und hier machen wir... Entweder mache ich da eine Straße durch, die in beide Richtungen befahrbar wäre. Oder ich versuche mal hier die Kreuzung zu entschärfen. Schauen, ob das gelingt. Die wollen alle hier rüber. Wenn ich das unterbinde, dann werde ich den Kreisverkehr da vorn sprengen, vermutlich. Ich brauche hier fast einen Kreisverkehr. Ansonsten sehe ich hier schwarz. So, jetzt bin ich gespannt. Ist auf alle Fälle zum Reinfahren viel angenehmer. Wie sieht es denn hier oben beim Rauskommen aus? Okay, da haben wir sowieso einen. Das passt schon mal. Ich kann das Ganze mal anfangen hier zu rollen.
ein Scheiß. Hier eine zwei, also dreispurige Rennbahnstraße, wenn wir die ersetzen können, was würden wir hier alles abreißen? So gut wie alles. Alles geht also nicht. Brauchen wir aber einen Fußgängerüberweg, ansonsten sieht es mit der Haltestelle in Kürze mau aus. Ansonsten entwickelt sich es auf alle Fälle in die richtige Richtung. Verkehrsmäßig fließt es wieder einigermaßen. Der Zebrastreifen hier ist aber auch wieder sehr ungünstig. Nehmen wir mal Weg. Sollte auch schon ein klein wenig helfen. Boah, da fließt schon einiges an Verkehr rein in die Straße. Wird gefüllt, aber auch nicht weniger. Ist auch einiges nachgekommen. Höllisch. Liniennutzung 10%. Mal schauen, wenn ich die anderen auch noch erwische. Die einfach ein bisschen günstiger. Oh, jetzt hat es hier noch einen Unfall gegeben. Macht das Ganze natürlich noch weniger einfach. War zum Glück nicht allzu schlimm. Okay, so langsam scheint sich der Verkehr hier aufzulösen. Auch hier hinten hoch scheint sich's wieder zu bremsen. So, wie sieht's hier aus? Nee. Da ist immer noch Wasser. Aber wenn da keins mehr ist. Und hier haben wir Wasser. Aber der meint auch, es ist keins hier. Wird sich dann schon noch einkriegen. Leichenwagenmäßig. Stecken wir nicht im Verkehr. Wir kommen einfach nur zu spät. Also immerhin stecken die Straßenbahnen nicht fest. Das ist auch schon mal was Gutes. Wir können hier auch noch kommen dann noch.
Da unten würde ich dann in dem Moment auch noch ein bisschen dichter werden wollen. Ein bisschen dichter heißt richtig dicht.